Unter dem Motto Nachtlicht fand beim CVJM Esslingen der erste Esslinger Preacher Slam statt. Ein Poetry Slam mit 10 Teilnehmern bestehend aus Studenten, Pfarrern und Rentnern, die mehr oder weniger Bezug zur Kirche haben. Organisatorin Regina Schrempf und ihren Kollegen war bei der Wahl des Mottos Nachtlicht, Raum für künstlerische Freiheit, wichtig. Wir haben ein Thema gesucht, das, wo man, wenn man möchte, was über Glaube und Licht in der Nacht auch erzählen könnte oder biblische Bezüge nehmen könnte, aber dass man es nicht muss, weil Nachtlicht kann ja für jeden was ganz anderes bedeuten. Das Ergebnis reichte von nachdenklichen Texten. Gibt es ein Licht? Nach dieser Erfahrung bis zu beißendem Humor. Gott lässt Jesus ganz schön hängen. Kommt nicht gut an, merkt ihr selbst. Aber mit Religion hatten am Ende fast alle Texte zu tun. Eine Brücke schlagen zwischen Kirche und Nichtkirche. Angebot statt Vorgaben. So wollte der CVJM Esslingen möglichst viele Leute ansprechen. Mit dem Preacher Slam erreichen wir auch Leute, die vielleicht sonst nicht in die Gottesdienste kommen würden oder in Gruppenangebote, aber die einfach einen Slam oder Kulturangebote toll finden. Und wir freuen uns, weil sie dann auch einfach hier sind, uns kennenlernen und vielleicht nehmen sie was mit von dem Abend und dem Thema und vielleicht haben sie einfach einen guten Abend beim Slam. Es waren zwar nicht alle Stühle besetzt, aber der Applaus des Publikums ist sehr laut ausgefallen. Besonders bei den beiden Siegern des Abends, Bernhard Elsner und Leonie Stauffner. Und seitdem lebt in mir das Licht. Und seitdem rede ich von dem Licht. Und seitdem lebe ich für das Licht. Und seitdem schreibe ich von dem Licht. Und seitdem treibt mich dieses Licht. Und seitdem trage ich dieses Licht. Tausendmal lieber als jede andere Pflicht. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Und er hat auch in jedem von uns eine Wohnung gefunden. Wie viel Ehre würde dem Himmel also fehlen, wenn wir uns daran hindern, unseren Lobpreis in jede unserer bunten Eigenschaften zu legen. Den Gewinnern hat das Konzept des Preacher Slams als Alternative zum herkömmlichen Programm in Kirchen und Gemeinden gefallen. Es war ein richtig schöner Abend, ich habe es sehr genossen, mit so vielen Künstlern auf der Bühne zu stehen, mit so einem bunten Programm und einfach ja, zu sehen, was den Menschen alles einfällt, was ihnen auf dem Herzen liegt und auf was für verschiedene Art und Weisen sie das einfach hier mit uns geteilt haben. Und es war einfach wunderschön und ein Segen und ich glaube, davon können viele noch lange zehren. Zehren bis zum nächsten Esslinger Preacher Slam. Denn der ist nach dem ersten Versuch beschlossene Sache.